Hallo, der Gamyokon-Shop übernimmt mehr oder weniger wichtige Aufgaben automatisch für Sie. Welche das genau sind, hatte ich in diesem Video gezeigt. Gerne nochmal reinschauen. Dabei ist unter anderem das Löschen von Logdateien, sodass nicht überflüssigerweise Gigabyte an Speicher auf der Festplatte belegt werden, aber auch der Export der XML-Sitemap, die Sie normalerweise bei Google eingereicht haben in der Search-Konsole. Näheres dazu, weil es so wichtig ist, hatte ich in diesem Video gezeigt. Jetzt soll es darum gehen, wie Sie den Gamyokon Shop bei Hetzner, dem beliebten Provider in der Konsole H, einrichten. Das heißt also, Sie loggen sich im ersten Schritt in die Konsole H ein, wählen das Webhosting-Paket rechter Hand und gelangen dann zu einer Ansicht wie dieser. Hier finden Sie unter Einstellungen, Konfiguration, den Cronjob Manager. Jungfräulich sieht er so aus und wir klicken auf den Hinzufügen-Button. Der Gamyo Cronjob kann nur via HTTP aufgerufen werden. Das heißt, wir wählen als Interpreter zum Beispiel Curl würde wohl auch gehen, WGET für einen einfachen Aufruf einer URL. Entsprechend ist dann hier nicht mehr der absolute Pfad des Skripts anzugeben, sondern eine URL, die uns im Gamyo Admin angezeigt wird unter Toolbox zeitgesteuerte Aufgaben hier oben unter Allgemein Cronjob URL. Diese kopieren wir und Gamyo empfiehlt eine minütliche Ausführung, also Aufruf der URL. Das merken wir uns. Zunächst kopieren wir hier die URL hinein und bei Ausführungszeiten, gut, man könnte es manuell konfigurieren. Ich tue mich leichter mit der Freitexteingabe, denn unter Intervall steht minütlich nicht zur Auswahl, deshalb Freitext und so kompliziert ist es nicht, denn minütliche Ausführung heißt im Cronstil 5 Sternchen getrennt durch Leerzeichen. Die Option exklusive Ausführung verhindert das Überschneiden von Cronjobs, das sollte ohnehin nicht passieren, trotz minütlicher Ausführung ist die Ausführung sehr schnell erledigt, dauert also weniger als eine Minute. Dennoch folgen wir Hetzners Empfehlung und lassen das Häkchen bestehen und durch Klick auf Speichern ist der neue Cronjob aktiv und kümmert sich fortan um die Aufgaben wie im Gamyo Admin aktiviert. Es gibt in Gamyo eine zweite Cronjob-URL und zwar unter Toolbox Timer. Wenn Sie zu bestimmten Zeitpunkten den Lieferstatus oder Artikelstatus mehrere Artikel ändern möchten, oder wir wechseln in Inhalte oder ich zumindest, Inhalte Shop Online Offline, den Shop zu einer bestimmten Zeit offline schalten wollen, einen Top-Bar-Eintrag aktivieren wollen, also am oberen Rand des Bildschirms für Nutzer sichtbar einen Hinweis anbringen möchten oder noch aufdringlicher ein Pop-up aktiv schalten möchten zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann gehen Sie mit der hier angezeigten Cronjob-URL genauso vor wie mit der unter zeitgesteuerte Aufgaben angezeigten. Die Cronjob-URL hier unter Inhalte Shop Online Offline ist identisch mit der unter Toolbox Timer. Auf diese Weise können Sie auch die hier gezeigten Optionen automatisieren.